Moin Ballerfreunde, hier ist mal wieder Xplain Gaming und willkommen zu einem kleinen Unboxing. Heute will ich euch meine neue Maus zeigen, die ich bekommen habe. Heute wird man nicht geballert ausnahmsweise. Und es ist die Rocket Cone Pure Optical. Ich zeige euch jetzt erstmal den Karton, wie das Ding aussieht. Hier die Front, links. Hier stehen noch so ein paar kleine Informationen drauf, die kein Schwein interessieren. Hinten, hier kann ich mal ein bisschen vorlesen. Präziser Pro-Optik-Sensor R3 mit bis zu 4000 DPI. 7 programmierbare Maustasten und solides 2D-Titan-Wheel, also das Rad. Extreme Langlebigkeit durch beste Verarbeitung, solide Bauweise. Da steht schon mal Open. Das ist übrigens die Seite hier mit diesem Rocket-Logo. Das ist auch so ein bisschen hervorgehoben. Genauso wie hier. Unten. Und oben. Nichts Besonderes. So, da stand oben. Hier können wir das mal so aufmachen. Das nur mit Magneten. Hier sieht man so ein paar kleine Sachen von innen. Noch ein paar Informationen. Ist alles nicht so interessant. Und so weiter und so fort. Dann schlitzen wir die Tüte mal auf. Mit Schweizer Messer natürlich. Das hat schon ein bisschen was gesehen. Einmal hier drin. Schön vorsichtig, nicht, dass wir den Schlauch durchschneiden. Weiß ja nicht, wo der hängt nachher. Wir haben übrigens heute einen Kameramann mit dabei. Hier steht übrigens auch nochmal oben hier. Heißt, hier können wir irgendwie so mit dem Daumen drin oder wie? Oder was? Oh. Der Rest gleich wieder die ganze Packung auf, weh. Achso, wir können da auf. Total verdreht. Ich muss hier nämlich meine Arme so ein bisschen lang machen, deswegen habe ich das gerade gar nicht gesehen. Das wäre hier hinten auf. Oben hier, ne, ist auch egal. So, dann holen wir das Ding mal raus, schön vorsichtig. Wo hängt der denn hier? Hallo? So. Und da kommt uns schon eine Anleitung oder sowas entgegen. Ich sag, komm, packen wir mal was zur Seite. Das ist die Quick Installation Guide Anleitung. Mal kurz aufklappen. Ja, ist bloß eine Anleitung, wie das installiert wird. Interessiert kein Schwein. Kriegen wir auch so hin. Ne, ich brauche immer eine Anleitung, bin zu doof dazu, glaube ich. Hier hängt schon eine Kabel. So. Einmal abgehoben. Dann holen wir mal raus das Ding, den Apparat. So. Weg damit. Mache ich hier mal ganz schnell noch das Dings hier ab. Diesen neuen Knotenzwirbler-Dings. Verdrahtung. Weg damit. So, dann haben wir hier mal das Kabel. Ziehen wir mal auseinander. So. Und jetzt zeige ich euch mal die Maus von allen Seiten. Na, erstmal von oben. Hier mit dem Rocket-Logo irgendwie. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Ist ja auch egal. Dann haben wir hier links. Vorne mit dem neuen Schlauch. Rechts. Und unten mit dem Sensor. Steht da noch was Besonderes? Nö. Naja. Gut. Das war eigentlich schon das Unboxing, wie die Maus ist. Erzähle ich euch. Im nächsten Video. Jetzt zeige ich euch noch meine anderen Mäuse und was mit der alten passiert ist. Passiert ist, hört sich anders, ob ich dran schuld bin. Nein. Und zwar ist das die hier von Anker. Die ist relativ groß und da hat das Mausrad abgekackt. Also das funktioniert nicht mehr und das geht bei mir gar nicht. Na, also die ist so. Die ist auch ein bisschen kleiner, weil ich nicht so große Griffel habe. Deswegen ist die für mich wahrscheinlich auch optimaler. Kostet übrigens 70 Euro der Kasten. Und wollen wir mal schauen, wie sie so ist. So, und dann haben wir hier noch die Maus, mit der ich als allererst gespielt habe. Und das ist das olle Ding hier. So eine richtige Gurke. Also, das war schon richtig schwierig. Gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag oder eine schöne Woche. Haut rein. Euer Xplain Gaming.